Fremdenverkehr spielt seit Jahrhunderten eine große Rolle im Bündner Bergdorf Savonin. Der Ort liegt in rund 1200 Metern Höhe an der Straße zum Juliapass, einem Alpenpass, der in knapp 2300 Metern Höhe den Oberhalbstein mit dem Engadin verbindet. Seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zählt der Übergang zu den wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen im Kanton Graubünden. Doch er verliert wie viele andere Schweizer Alpenpässe an Bedeutung, als 1882 der Gotthardtunnel eröffnet wird. Um die wirtschaftlichen Auswirkungen zu begrenzen und weitere Abwanderungen zu verhindern, entdeckt Savonin wie viele andere Dörfer in der Region den Wintertourismus für sich. 1962 entsteht schließlich ein Skigebiet an den Hängen des Piz Martenas. Die Firma Städeli wird mit dem Bau von drei Seilbahnsektionen beauftragt. Eine fix geklemmte Zweiersesselbahn als Zubringer nach Tijinas, ein Kombilift von Tijinas nach Somjant und als Attraktion der ganzen Erschließung ein über 2 Kilometer langer Schlepplift bis auf den Gipfel des Piz Martenas. Natürlich bleiben die zahlreichen Abfahrten nicht lange unentdeckt. Und so folgen wenige Jahre später die ersten Erweiterungen. Zunächst 1966 im Bereich Naladas, 3 Jahre später dann als weiterer Höhepunkt zwischen Radons und dem Piz Gatas. Ähnlich wie am Piz Martenas charakterisiert sich die Landschaft auch dort durch eine eindrückliche Weite und moderat in östliche Richtung abfallende Hänge. Getrennt wird die Alp Chaps von Somjant durch ein schmales, aber sehr schroffes Felsband, das sich wie eine Demarkationslinie auf 2000 bis 2700 Metern Höhe quer durch das Skigebiet zieht. Nur eine einzige Abfahrt quert diesen Felsriegel, ansonsten ist der Rückweg vom Piz Gatas und Radons nur über das Val Nandro direkt nach Tijinas oder über den Schlepplift Naladas nach Somjant möglich. Der Felsriegel Cap Ferreras trennt aber nicht nur die beiden Seilbahnachsen Martenas und Gatas voneinander. Er stellt in gewisser Weise auch den Übergang zwischen zwei Welten dar, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Da sind auf der einen Seite die modernen Hochleistungsanlagen zwischen Savonin und dem Piz Martenas mit allen Annehmlichkeiten für den komfortsuchenden Skigast des 21. Jahrhunderts. Auf der anderen Seite, am Piz Gatas, sieht die Welt dagegen noch so aus wie in vielen Skigebieten der 70er Jahre. 2 Sektionen leistungsstarke Doppelschlepplifte erschließen den Gipfel. Sie folgen dem Gelände mit vielen Zwischenstützen, nehmen jede natürliche Welle auf ihrem Weg bis in 2700 Meter Höhe mit. Zusätzliche Infrastruktur sucht man am Piz Gatas vergebens. Der Notausknopf, den der Liftwart neben seinem Liegestuhl in der Sonne platziert hat, ist die einzige interaktive technische Errungenschaft, die es in den letzten 50 Jahren bis hierher geschafft hat. Doch ganz genau so wie zur Zeit der Erschließung sieht es auf Radons heute nicht mehr aus. 1969 wird nur jeweils ein Schlepplift pro Sektion von der Firma Städeli fertiggestellt. Auf der unteren Sektion ist es der linke Lift, auf der oberen der rechte. Brückenantrieb und Gewichtsabspannung werden wie üblich in den Talstationen kombiniert. Diese sind vorerst ebenfalls nur für einen Einzellift ausgelegt. Die Portalstützen dagegen sind von Anfang an für die Erweiterung um eine Parallelanlage vorgesehen. Zwar wird der zweite Bogen erst später hinzugefügt, doch die erforderlichen Anschlüsse der Fachwerkkonstruktion bestehen schon bei beiden Sektionen von Beginn an. Und es dauert nicht lange, bis sie benötigt werden. Denn bereits 6 Jahre nach der Erschließung des Piz Gatas folgt auf beiden Sektionen der Anbau der zweiten Schleppliftanlage. Die Förderleistung wird dringend benötigt, denn die baumfreien Hänge von Radons zählen mittlerweile zu den beliebtesten im ganzen Skigebiet. Das Jahr 1975 bedeutet damit die dritte Erweiterung des Skigebiets Savonin und bis heute die letzte. Denn neben den Anlagen am Piz Gatas entsteht auch noch ein neuer Schlepplift, der den Sektor Modler Ridge nördlich des Piz Martenas erschließt. Konstrukteur dieses Lifts ist die Firma Garaventa. Und auch am Piz Gatas ist es nicht die Firma Städeli, sondern Garaventa, die mit dem Bau beauftragt wird. Die vorgesehenen Stützen von Städeli können trotzdem genutzt werden. Garaventa adaptiert die hauseigenen Rollenbatterien und erstellt kostengünstige offene Tal- und Bergstationen. Die Antriebe beider Sektionen kommen dabei in der Mittelstation Chaps zum Stehen, die Gewichtsabspannungen in Radons
respektive auf dem Pizzcatas. 1900 Personen können die beiden Sektionen fortan jeweils stündlich befördern. Rund 1,5 Kilometer misst die Länge der unteren Sektion, auf der 380 Höhenmeter überwunden werden. Die zweite Sektion ist mit 1,8 Kilometern etwas länger und lässt mit 460 Metern auch etwas mehr Höhe hinter sich. Um die Ein- und Ausstiegssituation übersichtlich zu halten, sind die Lifte von Garaventa etwas kürzer als die älteren Exemplare von Städeli. Auch diese saniert Garaventa übrigens und spendiert beiden Sektionen neue Bergstationen sowie vereinzelt neue Rollenbatterien an den Stützen. Seither hat sich an den Liften jedoch kaum mehr etwas verändert. Der einzige wesentliche Unterschied zu den 70er Jahren besteht heute im Fehlen der Zubringerbahn von Savonin nach Radons. Konstruiert von der Firma Müller, ist die kuppelbare Kabinenbahn anfänglich eine wichtige Anlage in Savonin. Denn in der schneearmen Region ist es zu diesem Zeitpunkt durchaus möglich, dass die Lifte am Pizzcatas zwar fahren können, auf der Zubringerachse am Piz Martenas jedoch nicht. Das ändert sich erst Ende der 70er Jahre mit dem flächendeckenden Ausbau einer Beschneiungsanlage. Als Folge verliert die Kabinenbahn nach Radons ihre Bedeutung. Aus Skifahrersicht ist die Anlage ohnehin völlig uninteressant. Über 5 Kilometer misst die Länge der Bahn, sie überwindet aber nur gerade 700 Höhenmeter. Denn die Strecke ist insbesondere auf der zweiten Sektion von Malmijuk nach Radons ein einziges Auf und Ab. Der Bau der Sesselbahn Piz Martenas bedeutet 1998 dann das endgültige Aus für die Radonsbahn. Die neue Sesselbahn besitzt eine so hohe Förderleistung, dass der zweite Zubringer nach Radons in Form der Kabinenbahn nicht mehr benötigt wird. Als vollkommen redundante Anlage ohne interessante Abfahrten erfolgt um die Jahrtausendwende die Stilllegung der Bahn, bald darauf folgt der Abbau. So stehen die Schlepplifte am Pizzcatas heute allein auf weiter Flur. Doch gerade das macht diesen Teilsektor des Skigebiets Savonin so reizvoll. Die unglaubliche Weite, die baumfreien Hänge, gepaart mit den altehrwürdigen Schleppliften. Nicht nur für Nostalgiker sind diese lebendigen und inzwischen ein halbes Jahrhundert alten Zeitdokumente definitiv eine Reise wert.